1346. Ben und Lydia kamen aus der Schule. Sie trafen sich bei ihrem Lieblingsort. Sie redeten über die Hausaufgaben und sie hatten Spaß. Auf einmal kam eine Ratte und biss Ben. Und dann bekam er die Pest. Aber er merkte es natürlich nicht. Lydia verabschiedete sich. Ben ging auch nach Hause. Nach 2 Tagen ging es Ben sehr schlecht. Er kriegte Beulen an seinem Körper, Kopfschmerzen, Gliedschmerzen. Er dachte, es wäre nur eine kleine Erkältung. Aber mit der Zeit wurde es noch schlimmer. Er machte sich nichts draus. Er legte sich ins Bett und das war's. Nach 4 Tagen wurde es immer schlimmer. Er machte sich Sorgen. Er ruft Lydia an. Lydia antwortete direkt. Sie ging nach Ben nach Hause. Sie machte sich Sorgen, was mit ihm jetzt los ist. Als sie bei Ben ankam, messte sie sein Fieber, machte einen Arzttermin aus und dann bekam sie auch die Pest. Das merkte sie aber natürlich nicht. Als sie beim Arzt ankam, fragten sie sich, was sie hatten, denn schließlich hatten sie dieselben Symptome. Als der Arzt kam, sagte Ben zu dem Arzt, ich habe sehr feste Kopfschmerzen und ich kriege Beulen an meinem Körper. Was könnte das sein? Lydia ging es genauso. Der Arzt untersuchte sie mal. Nach 1 Stunde. Lydia und Ben machen sich sehr schlimme Sorgen. Sie fragen sich, was sie hatten. Der Arzt teilt ihnen mit, dass sie an der Pest erkrankt sind. Die Pest? Was ist denn die Pest? Fragten sie. Pest, Yersinia Pest ist auch genannt, ist ein Lungenbeulenpest, ein Bakterium, wo 1346 kam und 1353 ging. Es zählt auch zu den Endbakterien. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Bis zum nächsten Mal.